Hallo meine Lieben, heute habe ich mir mal überlegt, was zu backen, und zwar Glückskekse. Heute gibt es mich als kleine Bäckerin, und zwar zum Thema Glückskekse. Meine Schwester hat bald Geburtstag und ich dachte mir, ich probiere mal, ob ich Glückskekse selber machen kann. Im Prinzip ist das Rezept ganz einfach, die Umsetzung ist nicht ganz so leicht, habe ich während des Drehens gemerkt. Aber wie das Ganze funktioniert, seht ihr dann natürlich jetzt. Was du für das Ganze brauchst. Du brauchst 150 Gramm Weizenmehl, 250 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 50 Gramm gemahlene Mandeln, 100 Gramm Butter, 3 große Eiweiß und 3 Tropfen Bittermandeln. Da ich das Ganze noch bunt haben wollte, habe ich noch Lebensmittelfarbe hinzugenommen. Dann solltest du dir natürlich passend noch ein paar Glückskeks-Sprüche überlegen. Das Rezept sowie meine Sprüche findet ihr übrigens in der Infobox. Dann könnt ihr alle Zutaten in eine Schüssel geben und das Ganze verrühren. Die Butter solltet ihr vorher weich machen. Zunächst habe ich einen Schneebesen genommen, aber dann habe ich gemerkt, das bleibt alles hängen, also ist es wesentlich leichter, eine Gabel zu nehmen. Danach habe ich noch ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe hineingegeben, auch nur ein bisschen, weil ich wollte, dass das Ganze rosa wird. Dann könnt ihr euch Backpapier nehmen und jeweils einen Löffel von dem Teig auf das Backpapier geben und zu einem runden Kreis formen. Den Backofen müsst ihr auf 175 Grad vorheizen. Und dann könnt ihr euch auch schon eure Kekse nehmen und in den Backofen schieben. Das Ganze sollte ungefähr 10 bis 15 Minuten backen. Ich habe jetzt 13 Minuten genommen. Ja, und dann geht das Ganze ganz schnell. Und zwar kühlen die Kekse sehr schnell ab und man sollte sie formen, während sie noch warm sind. Und wie ihr seht, den Zettel in die Mitte legen, dann in der Mitte zusammenfalten. Und eigentlich soll man das an diesem Glasrand einmal reindrücken, damit sie die typische Form erhalten. Ich habe das bei dem ersten gemacht und es ist leider direkt gebrochen. Deshalb habe ich danach die folgenden Kekse nicht mehr so gemacht, sondern einfach nur noch zusammengeklappt. Ihr könnt schon sehen, die Kekse gewinnen mit Sicherheit keinen Schönheitswettbewerb, aber ich habe sie probiert und sie sind tatsächlich echt lecker. Und ich würde das trotzdem eine süße Idee für eine Feier, eine Party oder so als Mitbringsel, weil man ja auch reinschreiben kann, was man will. Man kann daraus auch so ein kleines Aktionsding machen, dass jeder eine Aufgabe da drin stehen hat oder sowas. Deshalb gibt es von mir trotzdem Punkte für die Idee. Auch wenn ich das optisch jetzt nicht so den Oberhammer finde. Aber wie gesagt, lecker schmeckt es auch. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, falls ihr auch nette Glückskeks-Spruch-Ideen habt. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Zu unseren letzten Videos geht es dann wie immer unter mir. Zum Abonnierbutton geht es wie immer neben mir. Und dann sehe ich euch in 2 Wochen wieder. Bis dahin, meine Lieben.